Einen wunderschönen Silvester, guten Morgen nach Deutschland. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund erahnen könnt, aber durch frühes Aufstehen und eine super Organisation der Australier hier vor Ort haben wir es geschafft, an die Nordspitze des Botanischen Gartens, den sogenannten Macquarie's Chair, zu gelangen und haben jetzt hier eine Pole Position, um das heutige Feuerwerk in Silvester zu genießen und auch für euch festzuhalten. Und da hoffe ich, dass mir das gelingt und dass wir heute Abend ein paar schöne Bilder liefern können, während ihr euch noch quasi auf den Wechsel ins neue Jahr vorbereitet bei euren Partys und sonstigen Veranstaltungen, die ihr machen werdet, hoffe ich. So, ja, hier sieht man auch ein bisschen im Hintergrund das Equipment, das wir hier eingesetzt haben. Und ich schalte mal um auf die Frontkamera und zeige euch mal so ein bisschen, was hier drumherum passiert. Ja, da geht's los. Die Tore sind geöffnet worden und die ersten Zuschauer strömen jetzt hier auf die Nordspitze von Macquarie's Chair. Zusammen auch mit einigen Kollegen, wie ich sehe. So, das ist jetzt mal die Rundumansicht, wie es hier morgens aussieht. Es warten vor den Toren ca. 17.000 Leute, die jetzt versuchen, hierher zu strömen. Ein paar haben es schon hierher geschafft. Wir waren, wie gesagt, durch einen Early Access in einer guten Position. Und so sieht das jetzt hier aus. Die Zuschauertribüne füllt sich langsam. Wir sind hier wirklich am nördlichsten Punkt, den man zu Fuß erreichen kann. Und das ist unser Blick auf die Oper und die Sydney Harbour Bridge. So schaut es aus. Und ja, ich habe mich hier schon mal ein bisschen positioniert. Und jetzt müssen wir halt bis Mitternacht hier ausharren in der prallen Sonne. Ich hoffe, wir haben genug Getränke dabei. Sonnenschutz habe ich aufgetragen. Er sollte hoffentlich lang. Ansonsten müssen wir uns in Tücher hüllen. Und ja, damit schauen wir mal, dass wir gut ins neue Jahr kommen. Und spannende Bilder liefern. Ja, da sieht man das Set von ABC Australia mit dem Kollegen Ross, der im Moment auch aufs Wasser schaut. Die Leute haben rechts neben mir auf der Pressetribüne ihr Equipment aufgebaut und machen zwischendurch immer wieder kleine Live-Berichte hier von der Vorbereitung auf das große Feuerwerks-Event. Und wenn ihr mal schauen wollt, das ist dann die Aussicht, die man halt hier von der extra eingerichteten Pressetribüne hat. Das, muss ich sagen, macht die Stadt Sydney wirklich sehr gut und sehr clever. Da würde ich mir wünschen, dass die Stadt Kiel mal zur Kieler Woche sich zu Ähnlichem durchringen könnte, damit eben auch von weit her angereiste Journalisten, die sich eventuell nicht so gut auskennen, wo die besten Spots sind und wann man da wohin gehen muss, trotzdem noch eine Chance haben, gutes Bildmaterial aufzuzeichnen und dann natürlich ja auch zu verbreiten, was auf jeden Fall dem Ruf der veranstaltenden Stadt zugutekommt. Wir haben ca. 13 Uhr, das heißt noch 11 Stunden bis zum neuen Jahr. Hier auf dem Festivalgelände am Botanischen Garten herrscht eine sehr ausgelassene, fröhliche Stimmung, wie bei einem großen Festival, als ob eben jetzt hier mehrere Bands auftreten würden und dann der Hauptakt um Mitternacht passieren wird. Und das ist in diesem Fall das Feuerwerk. Wir erwarten in diesem Jahr das Feuerwerk nicht nur auf der Harbour Bridge, wie sonst üblich, so in der Mitte, wo ihr auch dieses aufgespannte Auge jetzt sehen könnt, links im Bild, sondern dieses Jahr wird auch Feuerwerk tatsächlich von der Oper aus abgefeuert. Und Kollegen haben mir versichert, das ist das erste Mal und ziemlich einzigartig, dass wir das jetzt hier beobachten können werden heute Nacht. Es ist jetzt 16:45 nachmittags in Sydney. Die Situation hier ist immer noch recht entspannt. So langsam treffen jetzt hinter mir auch die ersten Fotokollegen ein von Fotoagenturen. Das Fernsehteam von ABC ist immer noch da. Und auch die Zuschauerränge haben sich nochmal deutlich gefüllt. Das könnt ihr vielleicht im Hintergrund sehen. Aber ja, noch ist alles ruhig, wie gesagt. Und die Security macht hier einen super Job und alle sind entspannt. Mal sehen, wie es heute weitergeht. Und ich melde mich später nochmal. Zur
Aufheiterung der Zuschauer und um die Wartezeit ein kleines bisschen zu verkürzen, gab es dann auch die ein oder andere Show-Einlage zwischendurch. Hier zum Beispiel eine kleine Flugvorführung mit zwei Propellermaschinen. Es ist Nacht geworden in Sydney inzwischen. Wir haben 9:30 Uhr. Wir werden hier um 9 Uhr ein kleines Vorfeuerwerk sehen, sozusagen als Vorgeschmack auf das Große um Mitternacht. Das läuft hier unter dem Stichwort Familienevent. So können halt Familien mit Kindern das Feuerwerk genießen und ihre Kinder dann pünktlich noch ins Bett bringen. Sowas kennen wir in Deutschland jetzt so nicht, aber die Australier machen das. So, ich drehe nochmal hier ein bisschen rum. Ihr seht, hinter mir ist es jetzt auch ein bisschen voller geworden. Die Kollegen vom Fernsehen sind ergänzt worden durch Kollegen ja auch von der Fotografie. Viele Agenturen haben jetzt hier ihre Fotografen aufgestellt und wir warten jetzt auf die große Show an der Sydney Harbour Bridge, die ihr im Hintergrund hinter mir seht, direkt neben der Oper. Und bevor es jetzt mit der Feuerwerksshow wirklich losgeht, noch schnell ein Schwenk über das nächtliche Panorama mit den Zuschauerbooten im Vordergrund. Und dann startet der Countdown.
Ja, frohes neues Jahr aus Sydney. Wir haben das Feuerwerk hinter uns. Mitternacht ist knapp vorbei. Eine gigantische Show, die hier stattgefunden hat. Habt ihr ja dann im Video oder in den Fotos hoffentlich gesehen, die wir euch noch mitliefern hier. Auf jeden Fall alles Gute von uns. Sabine dreht sich hier gerade vor mir noch wild im Kreise. Macht hier noch ein Pano. Happy New 2014 für alle. Frohes neues Jahr. Viele schöne Momente. Yep. Und wir gucken jetzt mal, wie wir hier nach Hause kommen und eine Mütze voll Schlaf kriegen. Tschüss.